So, Hallöchen, da sind wir dann auch. Ja, nicht wundern, wie es hier aussieht. Sieht heftig aus, so, ne, wenn man das in der Kamera sieht. Aber das sind tatsächlich alles schon Geschenke. Weihnachtsgeschenke, die da sind. Und ja. Heute ist ein Stream ohne Gerda. Ich war mal nicht sicher, sind wir heute verabredet oder nicht. Ich habe jetzt nochmal deswegen ein bisschen gewartet und den Stream ein bisschen später gestartet. Und aber die liebe Gerda war jetzt nicht im Teamspeak, deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir heute dann nicht verabredet sind. Kann natürlich jetzt auch mein Fehler sein. Und ich habe mir gedacht, wir werden House Flipper spielen heute. Ich habe zwar privat ein Haus angefangen, ein Weihnachtshaus, aber ist ja nicht schlimm, wir können ja trotzdem ein Häuschen machen. Werden im Hintergrund ein bisschen Weihnachtsmusik drin haben. Ich glaube, so können wir das machen. Und da würde ich dann mal sagen, gehen wir in Live-Scene. Ich schalte mich jetzt wieder weg. Ihr könnt mich jetzt nur wieder hören. Ja, ich weiß, das übertüncht jetzt leider gerade die Weihnachtsmusik. Wir machen aber gleich die Musik im Spiel aus. Und haben dann die schöne, besinnliche Weihnachtsmusik dann drin. Ist immer eine schöne Zeit. Wie ich finde, obwohl ich die Jahreszeit überhaupt nicht mag. Ich bin kein Herbst- oder Winterfreund. Aber nichtsdestotrotz mag ich die Adventszeit. Ich finde die unheimlich toll. Und ja, jetzt warten wir noch darauf, dass Hausflipper gestartet wird. Nicht wundern, wenn es gleich ein bisschen laut wird am Mikrofon. Ich habe gestern Berliner Brot gebacken und war jetzt mal so unverfroren und habe mir vier so kleine Stängelchen mal mit hier hingetan und werde da immer mal ab und zu daran naschen. Aber ich glaube, die Musik ist mir noch gerade ein bisschen zu laut. So. Dann darf das Spiel jetzt aber auch mal bitte starten. Das aktuelle Haus, wo ich ja jetzt drin bin, in House Flipper kennt ihr ja auch nicht. Ich habe ja selber ein Haus gebaut. Das geht ja jetzt seit dem letzten Update, als das dann mit den Tieren kam. Man kann ja jetzt Bauernhäuser bauen und so weiter. Und ja, da kannst du dann auch, hast du so freie Felder. Kannst du dann ein Häusle bauen? Und das habe ich auch getan. Ich habe mittlerweile drei Hunde und zwei Kaninchen und einen Hamster. Ne, vier Hunde habe ich sogar. Entschuldigung, vier. Vier Hunde. Ja. Will House Flipper nicht. Ich guck mal gerade. Ah, doch, wird eigentlich ausgeführt. Dann haben wir mal der Dinge, die da jetzt kommen. Wie gesagt, und ich esse genüsslich dann mein Berliner Brot so nebenbei. Ah. So. Einstellungen. Sound. Machen wir. Diesmal aus. Und wie ihr schon seht, das ist die freie Fläche. Ich kann leider mit der Mauszeiger gerade nichts zeigen. Und da ist mein Haus drauf gebaut. Einziger Nachteil ist, hier regnet es oft. Aber gut. Ja, das hier ist mein Haus.
was ich gebaut habe. Da haben wir einen Pool drin. Ah, fangen wir mal hier vorne an. Hier sind die Kaninchen. Die können hier frei herumhüppeln, haben zu essen. Und wenn es regnen sollte, können die trotzdem draußen sein und sich hier frei herumbewegen. Die Tiere kommen auch zu einem hin. Man kann die auch streicheln. Die Tiere. Man kann die auch hochheben und mit denen spielen. Wenn die denn wollen. Gut, haben sie jetzt gerade keinen Bock drauf. Ja, das ist für die Hunde, dass sie sich da waschen können. Oder dass man die da drin waschen kann. Und ein Laufband. Hier ist unser Pool. Ja. Hoppala. Und das hier ist mein Häuschen. Und da kommt auch schon der nächste angescheißert. Das hier sind so Näpfe, die sich automatisch nachfüllen. Ja, und das hier sind dann die bescheidenen vier Wände, die wir haben. Ursprünglich eigentlich wollte ich das Haus ja wieder verkaufen. Ne? Möchtest du raus? Ja. Hier die kann ich auch, ne, streicheln und hochheben und mit den spielen und so. Das kann man mit den Hunden auch. Man kann auch die Hunde mitnehmen. Was ich aber nicht mehr machen werde, ist hier drinnen eine Belohnung geben. Hat folgenden Hintergrund. Ich hatte hier mal alles voll mit Wiese gehabt. Ja, das hier ist mein Häuschen. Da kommt der nächste. Ja, wie gesagt, ich hatte hier alles voll mit Gras gehabt. Das ist dann leider so. Das hier ist mein Schlafzimmer. Ja, hier sind auch neue Tapeten und sowas hinzugekommen. Neue Bilder. Werden wir natürlich gleich auch sehen. Und ja. Ja, wie gesagt, das hier ist mein Schlafzimmer. Nein, ihr kommt da jetzt raus. Ist das denn wahr? Das ist ein Schlafzimmer. Hunde. So, das hier ist mein Badezimmer. Ich mache das jetzt hier mal gerade zu. Ja, schön gemütlich. Ja, das habe ich halt so gemacht. Und hier war eigentlich nur ursprünglich, man sieht es auch noch ein bisschen, ein Kinderzimmer. Das müsste ich irgendwann mal ändern. Weil ich das Haus ja ursprünglich mal verkaufen wollte. Hier ist mein Hamsterli. Dem geben wir jetzt auch mal was zum Fressen. So. Ja, das ist das Haus, was ich selber gebaut habe. Und ich fand das aber eigentlich ganz schön, weil das so eine so ein Landhausstil hat. Und deswegen habe ich es dann doch behalten. Ich fand das dann doch ziemlich schön. Hab hier so Balken hier reingezogen. Musste hier und da ein bisschen fudeln, sage ich jetzt mal. Hier ist eine ganz kleine Lücke, weil es so kleine Klötzchen nicht gibt. Oder hier, das ist ein größerer, wie man leider sehen kann. Na, weil es halt manche Größen nicht gibt. Aber wenn man das nicht weiß, dann sieht man das nicht. Und deswegen, da ist auch nochmal eine Lücke. Ja, ist halt nicht hundertprozentig, aber ich finde es trotzdem schön. Mir gefällt es. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal nach Häuser. Hier an dem Haus bin ich gerade privat dran, an dem Schneehaus hier. Es sieht bisher auch schon ganz schön aus, aber da werden wir jetzt nicht hingehen. Wir werden, nein, zum Verkauf. Wir werden uns jetzt ein Häuschen aussuchen. Am besten auch ein Schneehaus. Ich glaube, da gibt es aber auch nur zwei. Ah, ne, guck mal hier, dekoriertes Haus. Ach, guck mal. Na, dann können wir das doch. Inklusive schöner Weihnachtsdeko. Dann nehmen wir das doch. Und machen es einfach mal. Na, ich kenne das Häuschen auch noch nicht.
Auch schön. Ja, gefällt mir aber. Ist auch für den Stream jetzt nicht ganz zu groß. Schön. Wollen wir das Ganze doch mal hier anmachen. Dann sieht es doch direkt viel festlicher aus. Da oben haben wir ein Rentier. Ich sehe schon da drin viel Dreck. So, und das hier kommt mal weg. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Uiuiuiuiuiuiuiui. Was ist denn hier passiert? Wollen wir mal. Wir machen hier selber. So, du kommst mal hier hin. Kann ich nicht verkaufen? Warum nicht? Ah, wie gesagt, wir machen das selber. Die Deko. Also transportieren kann ich, aber nicht verkaufen. Das ist ja crazy. Was ist denn hier los? Das habe ich gestern schon mal gehabt, dass ich gewisse Sachen nicht verkaufen kann. Und das ist natürlich doof. Müssen wir mal gucken, was wir dann damit machen. Ist jetzt natürlich auch ungewohnt, keine Ingame-Musik zu haben. Ach du Scheiße, was war denn da alles drin? Billardkugeln. Ist ja echt alles vertreten, ne? Ja, die Weihnachtsdeko kann ich nicht verkaufen. Das ist ja crazy. Nicht so, wie ich es mir eigentlich vorstelle dann. Weil ich will es ja natürlich dann so dekorieren, wie ich es mir vorstelle. Und nicht, wie mir das Spiel das dann vorschreibt. Kann ich nicht. Da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt dann hier hinkriegen. Aber wie gesagt, wir kaufen das alles selber neu.
Und wieder ein Geschenkkarton, was ich nicht verkaufen an kann. Huch! Wo ist das jetzt hin? Ich lasse mal eine Sache drin, damit wir wissen, aha. Na, hier haben wir... Guck mal, selbst benutzen kann ich es nicht. Das ist ja komisch. Ne, kann ich nichts machen. Mann, hier sind überall Weihnachtsgeschenke und ich kann die nicht verkaufen. Was mache ich denn mit den ganzen Geschenken hier? Ist doch scheiße, sowas. Eieieiei. Aber mit der Girlande hier drum, das finde ich sehr schön. Ja, schon wieder ein Geschenk, Mann. Ich will die verkaufen. Na, wie gesagt, wir machen hier unsere eigene... unsere eigene Deko. Also das macht mich gerade so ein bisschen doll hier. Ich würde mal gerne wissen, ob andere auch das Problem haben. Ah, das ist Schnee gewesen, was hier draußen angezeigt wurde. Okay. Und wieder ein Geschenk. So, will ich nicht haben. Nee. Okay. Jetzt ist das hier weg. Das ist jetzt hier weg. Das ist ja crazy. Wo sind denn die jetzt hin? Muss ich das mit denen auch machen? Nö, den kann ich ganz normal verschieben. Ich
kann das auch nicht benutzen, wie das da steht. Okay, dann werden wir diesen Tannenbaum hier stehen lassen. Man sieht hier auch schön aus mit den Geschenken und so. Stellen wir das erstmal dahin. So. Hier sehe ich noch gerade Schmutz. Klar, es macht das Ganze jetzt nicht leichter. Ach, jetzt geht's auf einmal. Na gut. Weil hier natürlich auch schon weihnachtlich dekoriert ist. Aber das soll uns nicht davon abhalten. So, wie können wir denn die Treppe gestalten? Wir haben da jetzt dunkel lackiert. Ah, okay. Dunkel lackiert, ja. Boah, ich glaube, ich möchte das weiß machen. So, Geländer. Weiß, nee. Da kann ruhig schon mit Holz gearbeitet werden. Dunkles Holz zum Beispiel. Das sieht hier richtig schön edel aus. So. Dann hätte ich aber gerne einen roten Teppich. Goldene Metallstangen, ja. Und dunkelgrün. Und das Ganze erneuern wir jetzt mal. Das sieht doch schon recht edel aus, wenn man dann hier so hoch geht. Das gefällt mir. So, das ist ja jetzt natürlich ja der Flur. Der Flur. Ach, das ist eine Weihnachtstüre. Okay, die lassen wir dann drin. Ich wollte gerade eine andere Tür reinmachen, aber eine Weihnachtstüre lassen wir drin. Das hier war ja mal die Küche. Komm, fangen wir mal in der Küche an. Dann haben wir hier Küche, Wohnen und Essen, Flur, Badezimmer und oben haben wir Schlafen. Und Badezimmer. Okay. Fangen wir hier hinten mal an. Ja, die Farbe ist jetzt nicht ganz so meins. Küche. Fliesen. In der Küche gehören für mich Fliesen. Nehmen wir mal die hier. Das hier kommt mal. Oh. Ich habe hier noch irgendwo. Hatte ich hier noch was vergessen? Und das kommt mir ja bitte auch raus. So. Das habe ich nur gerade so gesehen. Und so schön das auch mit der Weihnachtsmusik ist,
Aber ich komme nicht darauf klar, dass ich hier im Spiel keine Musik habe. Tut mir leid, aber das irritiert mich schon die ganze Zeit jetzt gerade. So. Die Küche. Wir wollen ja schöne weihnachtliche Farben nehmen. So, dafür müssen wir aber erstmal gucken, welche Küche wir denn hier nehmen. Dafür gehen wir erstmal auf Küche. Den Schneemann habe ich in dem einen Weihnachtshäuschen genommen. Ist eine schöne Küche. Gefällt mir persönlich sehr gut. Was können wir denn hier mal nehmen? Achso, ich müsste mal hier stehende Küchensets nehmen. Ableben Tempo ist auch eine schöne Küche. Und ich glaube, in sowas in diese Richtung werden wir auch machen. Da gibt es ja verschiedene. Hast du hier eine Küchenzeile, wo schon beides ist? Das weiß ich aber nicht, ob ich das so haben möchte. Eigentlich glaube ich nicht. Ich möchte hier den Waschbecken haben und hierfür zum Kochen. Die ist auch sehr schön, die Marv-Küche, wo die reinpasst. Aber immer leider so rum.